Wir machen das Teddybär-Spital hier in Bern jetzt schon zum sechsten Mal. Und im Verlauf von diesen 3 Tagen sind über 300 Kinder bei uns gekommen, ihre Plüschtierchen zu verarzten. Es sind alle betreut von Medizinstudenten ab dem 2. Jahr. Das Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass wir den Kindern Angst nehmen vor dem Spitalbesuch und vor den Ärzten. Wir wollen, dass sie hier spielerisch in einer völlig stressfreien Umgebung können erst ins Spital aufschnuppern, ein bisschen mit der Medizin in Kontakt kommen, ohne dass sie selber krank sind. Und die Hoffnung wäre von uns, dass sie das so ein bisschen als positives Erlebnis in ihrem Gedächtnis abspeichern, dass wenn ihnen wirklich mal etwas passiert und sie ins Spital kommen, dass sie da in die Kinderklinik kommen, den Ort schon kennen und das Ganze mit einem positiven Ereignis verknüpfen können. Wir haben noch nie so viele Kinder im Teddybär-Spital wie dieses Jahr. Wir haben noch Rotationen hinzugefügt, weil einfach die Nachfrage jedes Jahr so hoch ist. Wir sind innerhalb von ein paar Tagen ausgebucht gewesen. Es sind bis jetzt auch alle Kinder sehr begeistert gekommen, haben sich gefreut, haben sich vorbereitet, haben genau gewusst, wer ein Tierchen hat, wer das sie heute verarzten müssen. Und von dem her ist das Fazit von dem Jahr ist wieder mal sehr positiv. Wir haben über 80 Medizinstudenten, die involviert sind. Und auch sie, die Anmeldung ist super gelaufen, sind sich auch gefreut. Und bis jetzt können wir wirklich nur positive Erfahrungen mitnehmen.